Hallöchen Leute, herzlich willkommen! Ich hoffe, das ist der letzte Kapitel jetzt. Die letzte Folge war sehr lang. Ich bin einfach dabei. Hutmacher, ich muss den infernalischen Zug stoppen und das Böse, was ihn antreibt. Ein wenig selbstfixiert das Fräulein. Wie? Erst die Suche voller Furcht und Fragmenterinnerungen. Jetzt ist es der Zug. Nie Zeit für den Tee. Während dein Gehirn Urlaub macht, gehen wir unter. Nun dürfen Verrückte wie wir endlich in einer Teekanne in die Hölle fahren. Man darf aber nicht vergessen, was die eigenen Sinne gesehen haben. Vergessen ist einfach vergessen, es sei denn, das ist es nicht, dann heißt es an. Ich würde gern vergessen, was du getan hast. Ich hab's versucht, Kanzlerin. Sie haben mich benutzt und missbraucht, aber zerstören können sie mich nicht. Nicht? Es ist nicht mehr zu ändern. Die alte Alice und ihre Wunderland-Zuflucht sind vernichtet. Du kannst nicht mal erkennen, was geschehen ist. Und du bist machtlos, kannst es weder ändern noch gegen mich vorgehen. Dafür habe ich gesorgt. Holst du dir nun deine Strafe ab? Ich weiß, ich trage eine gewisse Schuld, aber Bestrafung ist nie den Opfern des Verbrechens dienlich. Missbrauch ist ein Verbrechen der Starken an den Schwachen. Du hast recht. Die Täter werden nie genug bestraft für den Schaden, den sie anrichten. Wer Zeuge von Missbrauch wird und den Opfern nicht beisteht, zahlt eine Strafe. Dein Schmerz mildert dein Vergehen, nicht früher eingegriffen zu haben. Aber vielleicht hast du noch nicht genug bezahlt für den Schmerz der anderen. Okay. Sie haben mein Gedächtnis verdorben, aber nicht geschafft, mich vergessen zu lassen. Ich hätte was Leckeres aus dir gemacht. Die Kunden lechzen nach einem Stück von einer rasenden, wahnhaften Schönheit, ohne Erinnerung an Vergangenes oder Sinn für die Zukunft. Aber du musstest dich an deine Fantasien klammern. Du bist verrückt. Wie deine Schwester. Sprechen Sie nicht von ihr. Sie kennen sie nicht. Deine Schwester hat gern gespielt, tat, als verachte sie mich. Sie hat bekommen, was sie wollte. Am Ende. Meine Lizzie, was ist das Ziel dieses Zugs? Wahnsinn und Zerstörung. Du solltest keine Fragen stellen. Deren Antworten du kennst, ist es nicht höflich. Und das Geräusch, Lizzie, wie sie im Schlaf wünscht. Oh, nein, arme Lizzie. Und es gibt keine Zentauren in Oxford. Lass dein Überleben einen Sinn haben, sonst sind wir alle verloren. Jetzt mal sehen. Was
Was jetzt? Was machst du jetzt? Scheiße. Alles, was du drauf hast. Und stirb, Nackerl.
ich hab gewusst. Letzte Kampf. Thank you.
Ich bring dich in den Knast. Und da wird dich irgend so ein tummer Schläger zu seinem Schatz machen. Und dann wirst du hängen. Wirklich? Eine hysterische Frau? Ex-Irre? Brüllt unglaubliche Anschuldigungen gegen einen respektierten Sozialarchitekten und Wissenschaftler? Mein Gott, Alice, wem würdest du glauben? Ich kann es ja selbst kaum glauben. Du monströse Kreatur! Solche Bosheit wird bestraft! Von wem? Von was? Psychotische, blöde Kuh. Dein Wahnsinn wird bestraft werden. Jetzt geh. Ich erwarte deinen Ersatz. Was zum Henker? Keine große Überraschung. Nur wenige finden den Weg. Die meisten merken es nicht, wenn sie's tun. Illusionen sind hartnäckig. Nur Barbaren betrachten das Ertragen von Schmerz als Maßstab des eigenen Werts. Schmerz zu vergessen ist bequem. Ihn zu erinnern ist qualvoll. Aber für die Wahrheit lohnt sich das Leiden. Und unser Wunderland, obgleich beschädigt, ist in unserer Erinnerung sicher. Einstweilen. So, Leute, das war's für diese Alice. Ja, und wir sehen uns nun im nächsten Let's Play. Bis jetzt wird er keinen Let's Play machen. Aber irgendwann kommt wieder. Ciao und bis nächstes Mal. Oh, schauen wir mal kurz. Vielleicht kommt noch was, aber das war gut. Wirklich gutes Spiel, muss ich sagen. Ohne Scheiß. Ich habe nicht erwartet, dass wir so geiles Spiel geworden. Aber Finale war ein bisschen hart. Ich habe gedacht, wenn wir im Finale. Ich habe gedacht, muss ich von Anfang an kämpfen gegen den. Ah ja, ich habe gedacht, ich raste gleich aus. Aber nein, wenn habt eine Hand besiegt, dann ja, war gut. Dann musst du von der zweiten Hand kämpfen, nicht von Anfang an. Oh, das war wirklich geil. Aber wahrscheinlich, das wird nichts mehr da. Und? Jo, ich glaube nicht. Ne, also Leute, das war's und bis nächstes Mal. Ciao.